Ja, es ist amtlich. George Michael ist Single und bestätigt endlich alle entsprechenden Gerüchte. Eilig hat er es damit nämlich nicht gehabt. Geschlagene 2,5 Jahre ist es her, dass er sich von seinem Freund Kenny Goss getrennt hat. Ganz passend zum Tourneestart in Prag hat er es nun zugegeben. Und ganz praktisch, seitdem ist sein Liebesleben deutlich turbulenter.